Leute, willkommen zu einem weiteren Guide. Ja, es geht Fischen und alles, was das Herz begehrt, ins Kamm. Alles, was mit Fischen zu tun hat. Auch die Fische werde ich euch einmal kurz zeigen. So, ich wollte einmal erstmal kurz darauf zurückkommen. Also, wenn ihr auch gerade reingesprungen seid, ne? Ihr müsst nicht die Originalsachen machen. Hier habt ihr Abteil mit den Angeln und ihr könnt alle Sachen erstmal selber herstellen. Ja, es ist improvisiert, es ist überall improvisiert, ja. Aber dafür könnt ihr von Anfang an angeln. Hier habe ich einiges vorbereitet. Wir sind im Singleplayer, wo ich auch immer die ganzen Tests, sagen wir mal so, durchführe. Also, hier wollte ich einmal zeigen, alles was man mit Angel zu tun hat. Ne? Man denkt Boot, ja, aber von Boot aus kann man auch sehr gut angeln. Das Einzige, was ich euch jetzt schon sagen kann, ein Fisch fällt. Ich hoffe, ja, Hai ist doch Fisch, oder? Also, Hai müsst ihr aufpassen, wenn ihr in Salzwasser schwimmt. Hai ist da, definitiv. Der wird euch auch töten, zerstückeln und hast du nicht gesehen, ne? Also, Hai ist da, aber du kannst ihn auch in Singleplayer nicht spammen. Geht nicht. Ich habe alles versucht. Dann habe ich mir gedacht, okay, jeder wird sich irgendwann mal selber mit dem Hai treffen. Oder sagen wir mal so, der Hai wird euch schon selber finden. Also Leute, der Guide wird jetzt nicht richtig lang. Ich will euch einmal nur erklären, dass ihr, wenn ihr wirklich angeln wollt, von Anfang an schon, ne, die Sachen, die sind leicht herstellbar. Hier braucht ihr nur einen langen Stock, Baumrinnsale, ein paar Nägel, und ja, entweder Messer oder eine Säge, ne? Dann habt ihr improvisierte Angelrute und Rest. Hier, dieses ganze Köder und alles, ne? Das könnt ihr aus Brot, aus Käse, aus Mais. Ihr könnt auch hier Zikaden, Fischköder, Grashüpfer, Regenwurm, alles finden in den verfaulten Bäumen, die fast überall liegen. Also ich denke mal, das müsste überhaupt kein Problem sein. So, ich werde einmal hier euch einmal alles zeigen, was es im Scam gibt. Manche Sachen habe ich doppelt gespawnt, ja, damit hier einfach so ein bisschen besser aussieht, ne, auf dem Tisch. Aber im Prinzip ist dasselbe. So, ihr müsst auch darauf achten, wie im wirklichen Leben, wenn ihr zum Beispiel einen riesigen Karpfen rausholen wollt oder riesen Barsch, ne? Ihr braucht auch eine den entsprechenden Nylonschnur. Das definitiv. Ansonsten, wenn es zu dünne Schnur ist, wird das auch gleich abgerissen. Also, ne, da muss man auch schon richtig sich damit auseinandersetzen. Aber ich dachte mir, weil es wird sehr viel Zeit also in Anspruch nehmen, also jede Nylon-Schnur jetzt ausprobieren. Ich denke mal, das macht ihr schon selber. Ich werde weiterhin auch selber angeln gehen. Dann werde ich auch ungefähr schon wissen, welche Nylon-Schnur. Ja, hier wird ja auch angezeigt, 0,5 hier zum Beispiel, ne? Oder hier 0,25, das macht schon einen Riesenunterschied. Das sind solche Sachen, also die muss man schon hier mittlerweile beachten, bevor man fischen geht, ne? Nicht, dass man da steht und sich wundern tut, warum die Angelschnur wird immer wieder abgerissen und sowas, ne? Hier könnt ihr auch sehen, warte mal, ich hoffe, das ist sehr gut sichtbar. Es gibt hier auch verschiedene Angelhaken. Hier fangen wir von den Angelhaken, die du selber herstellen kannst, aus einer Dose und einer Metallsäge oder alles, was du sowas zur Hand hast, ne? Ja,
Also, da hat man sehr viele Möglichkeiten. Also, es ist ja nicht so, dass das Spiel dich zwingt, sofort irgendwie originale Sachen, also originale Route zu suchen, bevor du überhaupt angeln tust. Nein, so ist das nicht. Ihr könnt die Sachen selber herstellen. Hier, ich tue jetzt gerade hier drauf Angelrolle aus. aus was besteht hier denn überhaupt? Lass mal eben schauen. Hier Angelrolle. Holzbrett. Ah, wofür? Dafür ist der Weinkorken. Okay. Also nur der Weinkorken. Den braucht ihr unbedingt, bevor ihr die Angelrolle selber herstellen könnt. Also Nägel und Säge und alles, was dazu gehört, ne? Also eigentlich ist das easy. Aber ich muss auch sagen, egal auf welchem Server ich jetzt gespielt habe, ne, die Angelrouten und so, die sind oft zu finden. So wie hier zum Beispiel, ich versuche das mal hier zu bewegen, hier genau, hier originale Haken. Und die haben, also mit dem Haken, es ist auch eine, ne, ganz andere Sache. Hier haben wir, die sind alle verschieden. Also ich bin jetzt auch kein Experte. Ich wollte nur einmal zeigen, also nochmal, ne? Ich habe jetzt hier selber nichts ausprobiert. Ich habe nicht jeden Fisch selber rausgeholt. Ich habe nur das gespawnt, was das Spiel hergibt. So, damit das vielleicht für manchen auch als Anfänger oder so, dass man so einen kleinen Guide hat, was man überhaupt alles braucht, um alles, was man so findet, ne? Also hier habe ich zum Beispiel die selbstgebaute Köder nicht dabei getan. Aber ist auch nicht schlimm, weil das kann jeder für sich dann selber bauen. Wenn du zum Beispiel Brot in der Hand hast, hast du auch da die Möglichkeit, zeigt dir ja auch, willst du da Fischköder aus Brot herstellen und sowas. Also das eigentlich ist das schon easy alles beschrieben. Also wie gesagt, ich wollte nur einmal zeigen, was das Spiel überhaupt mit dem Angeln hergibt, was man da für Sachen hat. Also den Rest müsst ihr schon selber ausprobieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel jede Angelhaken ausprobieren würde, die Folge würde bestimmt 20 Stunden lang dauern. Ich versuchte solche Guides eigentlich so kurz wie möglich zu machen, damit die Leute nur wissen, okay, solche Sachen gibt es ja im Spiel und Rest probiert man halt selber aus, ne? Also hier zeige ich noch mal Inventar. Hier ist alles hier Gras von Grashüpfer als Fischköder bis zum Käsefischköder. So, das ist einmal nur die Ausrüstung, ne? Ich werde das auch also in den nächsten Folgen werde ich auch ausprobieren, wie das alles überhaupt mit Fischen geht. Was für Nylonschnur braucht man, was für Angelhaken tut man immer besser drauf. Ich weiß nicht, da werden die Meinungen auseinandergehen. Also da werde ich jetzt schon. Weil jeder Fischer weiß es am besten, kennt ihr ja, ne? Okay. Hier haben wir soweit durch. Einmal nochmal zu dem Boot. Also Boot wäre auch schon nicht schlecht, wenn man angeln geht. Also man kann zum Beispiel jede Stelle anfahren und da halt angeln. Es geht auch halt auch für Seen, die man auch erreichen kann, ne? Die man nur erreichen kann von der rechten Seite oder von der linken Seite. Bis hierhin kann man zum Beispiel kommen in Süßwasser. Also da muss jeder für sich selber ausprobieren. Ich habe jetzt Z4 fürs Guide ausgesucht. Hier ist einfach eine schöne Stelle. Also, hier haben wir soweit abgeschlossen. Wenn ich was vergessen haben sollte, schreibt mir das ruhig in die Kommentare. Also, ich habe jetzt ungefähr 1,5 Stunden alles vorbereitet. Ich bin alles nochmal durchgegangen und ich denke, das ist schon alles, was man, also was Scam bietet. Ne? Also alles, was man auch als Spieler finden kann, es ist alles auf dem Tisch. Von Schwimmer bis zum hier zum Beispiel sind die, ich hoffe, das ist gut sichtbar. Hier sind die Angelhaken
Rot, also ich sehe das auch, dass es auch ein Dreierhaken ist, ne? Hier zum Beispiel. Man kann gut erkennen, hier blau ist Einzelhaken und gelb. Also es gibt, ne, es gibt noch eine grüne. Hier ist ein Doppelhaken und das ist Einzelhaken auch. Also nehmt alles mit. Nehmt alles mit, was ihr findet und dann guckt unterwegs auch hier. Habe ich auch Fischköder, Madden dahin getan, ne? Wurmfischköder, Regenwurmfischköder. Also das kann man alles finden. Es ist jetzt zwar so ein bisschen durcheinander, aber sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie ich das am besten so auf einen Tisch, sagen wir mal so, auf einen Tisch zeigen kann. Aber Angeln ist sehr interessant. Soweit ich das weiß, Angel wurde auch vereinfacht. Es ist nicht mehr so wie schwierig, so wie am Anfang, ne? Also am Anfang war es schon ein bisschen schwieriger. So, hier schließen wir einmal ab und wir kommen zu den ganzen Fischen jetzt. Also, es gibt hier 13 verschiedene Arten Fischen, ne? Hier ist einmal Barsch, dass man das auch schön erkennen kann, ne? Hier haben wir einmal Döbel. Ich habe die einfach doppelt gemacht, damit man auch schön sehen kann. Ne? Hier haben wir Unklei. Hier haben wir einmal Karpfen. Hier haben wir Preußenkarpfen. Hier haben wir Ölsardine. Ist auch eine Ölsardine. Das ist eine Unklei wie von hier aus. Also, sowas würde ich gerne fangen. Also, der Wels, der sieht doch Hammer aus, oder nicht? Also ich finde, das sieht schon richtig gut aus. Habe ich noch niemals gefangen. Was ich bis jetzt gefangen habe, paar Karpfen und ja, nur paar Karpfen und sowas, ne? Habe ich auch nicht mehr in Erinnerung. Hier haben wir Hecht. Warte, ich springe einmal drauf, so dass man das auch. Ich versuche das so gut wie möglich zu zeigen. Kaulbarsch, Hecht, Thunfisch. Und zum Schluss haben wir Zahnbrasse. Richtig schön. Wenn ihr fischen geht, ne, ich werde auch davon, ich gehe jetzt auch davon aus, ihr braucht für wahrscheinlich dadurch, dass es sehr viele verschiedene Köder gibt, braucht ihr, denke ich mal, für jeden einzelnen Fisch, also so wie auch im wirklichen Leben, ein Köder. Ne? Also bestimmten Köder. Also haben die richtig schön gemacht. Mir gefällt es richtig. Das der einzige Nachteil jetzt, klar, ich kann euch den Hai nicht zeigen. Aber glaubt mir, wenn ihr schwimmen geht in Salzwasser, der wird euch schon finden. Hier kann ich auch in Singleplayer nicht den Hai spammen. Ich habe ihn auch als Hai angegeben. Ich habe ihn auch Englisch als Shark angegeben und mehrmals versucht und ja, der scheint halt nicht drin zu sein. Also, ich hoffe, das war hilfreich. Wenn ich was nicht korrekt gemacht habe, obwohl ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, wenn ich was nicht korrekt gemacht habe oder nicht irgendwas dazu gesagt habe, schreibt mir das ruhig in die Kommentare. Dann werde ich entweder ja das Video neu drehen oder versuchen halt so mich zu korrigieren. Also das wäre eigentlich die Lösung. Ansonsten versuche ich jeden Guide so sauber wie möglich zu machen. Also mein Wissen nach. Ich habe schon ein paar Stunden im Scam, also so ist das nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier einmal das ganze Zubehör, alles was man selber craften kann, alles was man finden kann, also Originalsachen. Die 12 Arten von Fischen, die es hier gibt. Hai wird euch selber finden. Also Leute, vielen, vielen Dank erstmal für die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei dem nächsten Guide.